Es ist das Ende einer Hollywood-reifen Flucht. Der exzentrische Software-Pionier John McAfee ist nach seiner Abschiebung aus Guatemala zurück in den USA. Der 67-Jährige landet in Miami und entgeht damit einer Auslieferung nach Belize. Aus dem Karibikstaat war McAfee geflohen, nachdem sein Nachbar mit einer 9mm-Kugel im Kopf aufgefunden worden war. McAfee weist jede Verstrickung in den Mordfall zurück. Er befürchtet in Belize ein Komplott gegen ihn. Vor seinem Abflug aus Guatemala kündigt er an, seine bizarre Flucht zu verfilmen. You're gonna do this movie? I'm gonna do the movie, yes. Ja, ich werde den Film machen. Yes, I am. Als Gründer der gleichnamigen Antivirenfirma verdient McAfee in den 90er Jahren Millionen. Bei Spekulationen und in der Finanzkrise verliert er den Großteil seines Vermögens. 2009 siedelt er nach Belize über. Dort soll er einen Lebensstil zwischen Drogen und Prostituierten gepflegt haben. Zu Spaziergängen am Meer trägt er meist eine Pistole im Gürtel. Das spätere Mordopfer, McAfees Nachbar Gregory Fall, beschwert sich wiederholt bei den Behörden über McAfee. Dessen bösartige Hunde und aggressive Leibwächter würden Anwohner und Touristen einschüchtern. Mit der Abschiebung in die USA entgeht McAfee nun seiner Auslieferung nach Belize. Dort will die Polizei ihn im Zusammenhang mit den Mordermittlungen vernehmen.